Also. Schaumeister, Bob, Skill Gamer. Alles klar. Ja, Hauptsache wie. Haben absolut gleichzeitig. Wir bleiben erstmal. Klau, Mr. Bob. Ich werde hier erstmal. Hauptsache irgendwelche Nazis, wie geht's dir, Kamerad? Ja, echt Nazis, ne? Ja, aus Schule kommt drauf und schreiben Heil. Gekickt. Auch Kick. Hättest du dort keinen Kickgrund hinschreiben können? Zum Beispiel so einen Scheiß dulden wir auf unserem Server nicht. Dein. Verhalten ist unangebracht. So geht das nicht. Naja. Nicht. Solange Stahlhelm nicht draufkommt. Übrigens die Aufnahme gestoppt, weil ich hier die 15 Minuten voll hatte. Ich nehme erst wieder auf, wenn die zwei Chaoten weg sind. Das werde ich hier mal ein bisschen. Ich nehme durchgängig auf. Was bei dir los? Sag mal. Nein, du machst kein Sudo. Warum? Sudo. Nein. Hoffentlich wird er gekickt. Wird er Nein. gekickt? Natürlich wird er nicht gekickt. Ja, das fällt auf, wenn du nicht spammen falsch schreibst. Und jetzt lass sie doch mal in Ruhe, du. Beide bannen natürlich. Ich bring dich um. Warum? Lass die drauf und wir haben Spaß. Aber die schreiben die ganze Zeit irgendwelche Scheiße. Dann, ja, dann lass die erstmal so richtig verarschen. Wegen. Wenn solche Leute drauf kommen, muss man die schon verarschen. Ich bin nochmal kurz weg. Genau, Max, was ist Gott für ein behinderter Rang? Hey, warum schaltest du den stumm? Warum wohl? Ja, na gut, okay, lass den ruhig stumm. Keine Ahnung. Okay, dann würde ich sagen, können wir natürlich wieder weiter aufnehmen. So, und herzlich willkommen wieder zurück bei einer weiteren Folge Serverless Play. Serverless Eat. Natürlich.
und ich bin mir ganz sicher, dass die zwei, die gerade gekommen sind, von der Serverliste kommen. Weil da kommen nämlich immer nur scheiß Spasten, die irgendwelche Nazi-Töne von sich geben, ne? Und das ist alles von Nazi-Servern nur so wimmelt. Ne? Da müssen wir uns morgen einen raussuchen und ordentlich machen. Da muss ich ihm allerdings recht geben. Freie Fahrt für freie Griefer. Freie Bahn für freie Griefer. Aber so war das irgendwie. Und da bin ich voll dafür. Kann ich ja auch mal sagen, ordentlich, ne? Wie weit will ich denn hier noch bauen? Das wird ja langsam hier hinten höher als vorne. Ach, Dennis? Ich weiß jetzt, warum da immer Gott Katze steht. Wo denn? Wenn deine Katze getötet wird. Warum? Eigentlich steht da Katze, aber bei C-Tex ist das ja so, dass genau auf diesen Spieler hier dieses zum Beispiel Admin drauf gemacht wird. Und dadurch, dass die Katze dann dem entsprechenden Spieler den Namen zugewiesen hat bekommen, denkt C-Tex, dass das der gleiche Spieler ist. Und deswegen steht dann da auch Admin. Mhm. Ganz schön dumm. Ja. Ist halt so. Fantastisch, warum kannst du das nicht gescheit einstellen? Nein, Spaß, komm. Tut mir leid, ist das Plugin, da kann ich nichts dran machen. Ich weiß, du hast dir echt übelst viel Mühe gegeben und ich weiß das natürlich sehr zu schätzen. Und jetzt können wir es mal. Hättest du dir nicht so viel Mühe gegeben, wäre das aber natürlich nicht mehr in der Form hier online. Ja, wahrscheinlich wäre Orange immer noch auf deinen kleinen Kackschrott da. Auf dem Vanilla-Teil. Nee, selbst das nicht. Ich glaube, der hat einfach aufgegeben. Der hat generell aufgegeben und der hat hier nur, war hier nur zum Spaß da, um zu verarschen und gedacht, der schaut sich das mal an, nur so. Aber er hat ja selbst gewusst, dass er hier komplett den Löffel abgegeben hat in Sachen Let's Plays. Und brauchen wir da auch nicht weiter drüber reden. Aber na gut, bei der Scheiße, die du eigentlich machst, ist das verständlich. Na gut, das war jetzt wieder etwas härter ausgeteilt. Na gut, nein, ich meinte wegen betrunken und so. Muss ja nicht direkt sein. Das ist ja nicht mal so schlimm gewesen hier. Aber hat sich hier wegen Kleinigkeiten aufgeregt und Kleinigkeiten. Irgendwo ist es dann einfach zu viel und. Also. Was ich so gehört habe, war auch teilweise nicht nur Kleinigkeit. Alles klar. Ja. Meine zweite Kiste wäre ein Plan. Kiste falsch gesetzt. Und schon wieder. Plan ist damit erfüllt. Ich hier nach unten. Ist das richtig? Ja. Ganz ehrlich, mit dem Orange, mit dem konntest du teilweise wirklich gar nichts anfangen. Auch wenn du dem zum Event eingeladen hast, hat er von wegen, ich gebe mir diese Scheiße nicht, ne? Und so. Mhm. Und wenn er so, allein wenn er eine alte Map gesehen hat, von wegen, jetzt fängst du mit der Scheiße schon wieder an und so, da habe ich mir gedacht, es muss ja nicht immer direkt alles neu sein, ne? Ja, auch mal da weitermachen kann, war ja nur ein Vorschlag. Das Alte muss raus, das Neue muss rein.
Und er nimmt das ja gleich wieder so hin. Klar hätten wir wieder neu anfangen können, wie jedes Mal. Aber machen wir ja jetzt im Prinzip auch, ne? Oder dann nicht wieder dasselbe Gronkhaus in Pflaster, ne? Darauf habe ich nämlich auch keinen Bock. Das kennen nun leider jetzt schon so viele. Es ist vor allem immer dasselbe Gronkhaus, wo er gebaut hat, aus Dings aus Staffel 1 oder was das ist. Keine Ahnung. Das ist ein Bauernhaus. Genau dieses Bauernhaus da. Ist immer dasselbe Rotz, den er hinbaut. Keine eigenen kreativen Ideen und so. Das merkt man auch, dass er im Prinzip nur sag jetzt mal Fame geil ist wegen YouTube, aber nicht selber irgendwie was dazu beiträgt in Sachen Let's Plays. Und wenn man dann so ein Let's Play startet, dann muss man natürlich auch dranbleiben und nicht direkt nach einem Monat seinen Channel löschen, davon hat man ja nichts. Ja. Weiß ja nicht, wie sich das Ganze entwickelt in der Zeit. Muss ja jetzt nicht unbedingt so sein, dass man hier die 100.000 Abonnenten knackt, aber immerhin, wenn man mal, ich sage jetzt mal, 5 bis 10 aktive Zuschauer gewinnt, dann reicht das doch eigentlich. Muss ja nicht immer gleich hier die Welt sein, die zuschaut. So wenig aktive Zuschauer. Ja, das würde mir auf jeden Fall schon reichen. Auch wenn keiner zuschaut, würde ich aktiv Let's Playen, weil das ist ja im Prinzip nur für den Server. Als Werbung. Nicht nur das, auch als sag jetzt mal als Image hier. Der Server hier. Image. Das ist ja das Besondere an dem Server, dass wir hier alle aufnehmen können in der Welt und zusammen bauen können. Und dazu diese Servergeschichte. Genau, und das soll hier so ein bisschen fortgesetzt werden. Mehr ist, soll das auch gar nicht sein, von wegen hier, wir bauen. Machen hier den übelsten auf den neuen Hive und Gamma HD Server, ne? Oder sowas. Weißt du, ganz ehrlich, Survival Games, das ist für die Events, das langt eigentlich vollkommen. Da hat man seinen Spaß dran und dann kann man auch ein bisschen Sachen droppen und den Usern was geben, die dann hier aktiv wirklich da auf dem Server spielen. Aber ansonsten würde ich sagen, das Server Let's Play so ein bisschen das. Wie das Statussymbol für den Server ist. So, jetzt, wie wollte ich hier weiterbauen? Keine Ahnung. Ich war nicht bei dir. Ja, Max war auch nicht bei sich. Hier will ich natürlich ein weiteres Stockwerk machen. Ich will hier ein bisschen ausbauen. So wie es gerade hier passt, mache ich das und nicht irgendwie. Muss ich auch zugeben, hier habe ich auch nicht irgendwie einen Plan gemacht, wie das sein soll, sondern das mache ich hier so gerade nach. Freischnauze. Genau. Mache ich ja auch. Ich baue hier schon wieder mit der Eisenspitzhacke. Ich baue eigentlich gerade nur mit der Eisenspitzhacke. Ja, die hebe ich mir erstmal für die Diamanten auf. Weil ich keine Lust hatte, hier mir eine Steinspitzhacke zu machen. Und Fackeln muss ich mal wieder herstellen. Weil das mit der Kohle wir auch mal erstmal in den Griff kriegen. War nicht mehr so viel. Ich hab zum Glück momentan kein Kohlenproblem. Muss ich auch langsam mal in die Mine kommen, weil ich hab noch keine Mine. Das muss doch. Ach, ich hab hier. Ich bin ja auch dumm, ich hab hier auch Gunpowder mit Stickies in den Crafting Table getan. Jetzt habe ich ja erstmal festgestellt, dass ich überhaupt keine Kohle mehr habe. Das ist ganz toll. Ganz toll, ich freue mich schon so. Schau mal in meinen Ofen nach. Kannst dir da so 4 Stück rausnehmen oder so. Und ich weiß, wie viel da wirklich gerade drin sind. Also. Nämlich mehr. Cool.